Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum bereits 9. Part von The Nightfall. Wir haben es inzwischen 23.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Lasst mal kurz nachschauen. Genau, 23.30 Uhr. Und wir haben trotzdem noch ein paar Stunden zu überleben. Und ihr habt schon gesehen, der Strom ist ein bisschen am Flimmern, also das Licht. Das heißt, es wird wohl nicht mehr lange dauern. Was hatte ich gesagt? Ich habe gesagt, spätestens bis um 12. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis uns der Strom hier auch letzten Endes abgekappt wird. Und wir mit Streichhölzern und Kerzen durchs dunkle Zimmer watscheln müssen. Genau. Ja, wir sehen schon. Das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, welche nächste Botschaft für uns versteckt worden ist. Das letzte Mal war, ich glaube, im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch. Genau, auf dem Wohnzimmertisch, auf dem kleinen, lag eine Botschaft. Und ja, ich hoffe, dass jetzt nicht viel mehr passieren wird. Also nichts groß Schreckhaftes, weil kann ich gerade irgendwie gar nicht gebrauchen. Nun gut, bei mir natürlich wieder mal, wie viel Uhr haben wir es jetzt? Ah, noch nicht so spät, 21.11 Uhr. Aber trotzdem, schon dunkel, schöne Beleuchtung, so macht es am meisten Spaß. So ist das Feeling auch am meisten da. Gut, ich hoffe, dass die Framerate nicht zu sehr in den Keller geht. Ich sehe gerade 50 FPS habe ich hier. Ich bin gerade ein anderes Spiel noch am Rendern. Kingdom Come Deliverance. Genau, falls ihr euch dafür interessiert, so ein bisschen RPG, könnt ihr euch das ja mal angucken. Ist ein mega geiles Spiel, schöne Grafik. Hab mich drauf gefreut, das zu spielen. Okay. Gehen wir mal ins Kinderzimmer. Hier ist noch alles gut. Jerry, geht's auch gut? Ja. Oh, gerade erstmal wieder Batterien einsammeln. Ich frage mich, ob die von, sag schon, von Uhrzeit zu Uhrzeit, ob die leer gehen. Oh, ich sehe schon, das wird bald alles abbrechen hier. Streichhölzer und Kerzen, genau, unten im Keller. Also nicht im Keller, in der Garage könnten wir ja noch holen. Dort hat es ja auch einige. Ich gehe noch vorher schnell im Büro gucken, ob es da noch irgendwelche Veränderungen gibt. Ist aber alles okay. Hier waren das letzte Mal ja diese Bücher gestapelt, die sind jetzt inzwischen auch wieder im Regal. Gut. Schauen wir mal, was wir in der Garage finden. Hier im Bad ist auch nichts, oder? Alles okay. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal den Clown zu Gesicht bekommen. Hier müssten wir eigentlich gut Sachen holen können. Wenn's, naja, das ist nicht mehr da. Oh, scheiße. Ich dachte, ich hätte was gehört. Und die Musik verändert sich wieder. Das bedeutet nichts Gutes. Ich habe das Gefühl, dass das Licht da flackern immer mehr wird. 5 Minuten, 6 Minuten sind schon rum. Okay, dann gehe ich mal ins Wohnzimmer. Ist das Feuer an? Ja, das brennt relativ lang zum Glück. Ach, komm schon. Noch ein paar Kerzen wären jetzt super. Oh, da ist eine neue... Shit, da ist eine neue Puppe. Der hat's aber auch mit diesen Scheißpuppen. Die sehen aber auch gruselig aus. Okay, hier haben wir noch Kerzen und Streichhölzer gefunden, tipptopp. Tun wir uns mal gut ausrüsten. An Schubladen findet man eigentlich relativ selten so Sachen. Wenn dann eher an den großen hinter den großen Türen. Noch eine Kerze, sehr schön. Hier ist nichts mehr groß drin. Das sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viel wir haben, aber falls der Strom ausfällt, haben wir genug. Bestimmt. Ich hoffe doch. Ein Spielmodul wäre jetzt noch cool, wenn wir sowas finden würden. Hier für auch die Konsole. Ein Spielmodul, um es zu benutzen. Wir könnten höchstens mal im Kinderzimmer oben gucken, ob da was ist. Spielmodul.
Letztes Mal lagen ja überall die Disketten rum. Die sind jetzt auch nicht mehr da. Haben wir also nicht. Also entweder haben. Ah doch, die ist noch da drin. Da liegt auch noch einer auf dem Bett. Aber ich glaube, das sind alles dieselben. Schauen wir mal. Was liest denn der für Bücher hier? Fairy Tales? Sherlock Holmes. Oh, die Musik macht es auch nicht angenehm. Geht's mal los? Die scheint kaputt zu sein. Na, komm, lassen wir das. Hier ist nichts mehr. Wir haben es jetzt gleich viertel vor schon. Und spätestens. Oh, es regt auf. Oh, hier waren wir noch nicht groß dran, ne? Nee, hier ist nichts mehr. Hier haben wir wieder eine Diskette, aber da ist ja überall dasselbe nur drauf. Ich kann nicht lesen, was auf der drauf steht. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ah. Also ich glaube, es lohnt sich schon zwischen den Stunden mal ein bisschen das Haus zu erforschen. Ich schaue jetzt nochmal, ob auf der Diskette was anderes drauf ist. Ich kriege mir auch ein Achievement oder irgend sowas. Die Musik hat aufgehört. Super. Ah, die scheint zu funktionieren. Aber das ist ja wieder nur die. Ah, nee. Guck, ist kaputt. Damit schalte ich aus. Oder wir warten noch ein bisschen. Da ist wieder dieser gruselige Affe mit diesen komischen Schellen. Ah, doch, das funktioniert tatsächlich. Keine Ahnung, ob das ein Game ist oder was auch immer. Lassen wir das mal. Begeben uns mal nach unten. Die Puppe war hier. Aber sonst? Scheiße, eine Tür zugeflogen. Aber welche? Ich weiß gar nicht mal welche. Kommen wir in den Garten? Nee, ich glaube, wenn es so regnet, kommen wir nicht mehr in den Garten. Die ist zu, die Tür. Oh, die Fenster sind offen, tatsächlich. Ich dachte gerade, da hinten am Fenster steht was. Aber das ist nur der Schatten. Kann man die Lampe da anschalten? Geht nicht. Och Mensch. Sherlock Holmes. Ah, da. Ah. Aha. Da ist auch das Spielmodul. Und das komische Handtuch. Okay. Ah, warte, so kann ich rüber. Relaxing. Okay, warte mal. Scheiße, das knarrt. Ich will mal das mal ausprobieren trotzdem. Und jetzt? Jetzt kann ich da ernsthaft spielen. Oh, und wahrscheinlich ein bisschen die Zeit, sag schon. Um ein bisschen die Zeit kaputt zu schlagen, damit wir die Nacht möglichst gut überleben. Ja, gut.
Wo sollen wir hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Den haben wir schon gelesen im Brief. Ah, das ist... Den kennen wir auch schon. Ah, die Bücher stehen aber jetzt wieder hier. Das kennen wir aber schon. Das Telefon klingelt. Ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Was ist los? Bist du da? Warte, Ethan, ich... Leg nicht auf. Ich bin sofort da. Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ethan, warte! Nicht auflegen! Ich liebe dich. Ich ahne nichts Gutes. Mist! Hi, Schatz. Ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Das war jetzt nicht angenehm. Also das war wahrscheinlich so eine Art Schockzustand oder vielleicht ist es ja auch im Träumen, ich weiß es nicht. Den kennen wir ja schon, den Brief. Der spielt aber auch wirklich mit uns. Das ist unglaublich. Scheißdreck. Das hat schon wieder so geknarrt. Wir gehen hoch. Hier ist nichts. Gehen wir mal an unser... Ich glaube, hier haben wir noch nie groß was gefunden. Da liegt der nächste Brief. Okay. Schauen wir mal, was drin steht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann dich kontrollieren. Deine Beine? Deine Arme? Deinen ganzen Körper? Ich bestimme, wann du dich bewegen kannst. Du musst nur genug Angst haben. Du wirst schon sehen. Oh, okay, Leute. Gut, wir haben es inzwischen 12 Uhr. Wow, jetzt geht's ab, glaube ich. Jetzt geht's ab. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, was jetzt um 12 passiert, lasst mir noch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst, was aber garantiert wahrscheinlich am nächsten Tag kommen wird, wenn es zeitig drin liegt, aber ich denke mal schon. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.